Der Ruck oder in Englisch Jerk, die Änderung der Beschleunigung. Jetzt haben wir die ganze Zeit schon von der Änderung gesprochen. Und bevor ich auf diesen ganzen Formensalat hier und diesen ganzen Kram eingehe und auch auf das Diagramm, gehen wir mal wirklich auf die Bedeutung des Wortes Ruck ein. Und zwar schauen wir uns mal zwei Filmchen an. Klotoide komme ich auch drauf. Und zwar ein Österreicher, der Bernhard Hummel, der hat vorher Folgendes gemacht. Der hat Videos gedreht, wie man richtig bremst. Und wenn man bremst wie ein Anfänger, also in die Eisen geht und bis zum Schluss den Fuß auf der Bremse lässt, passiert Folgendes. Gucken wir es uns mal an. Na los, fahr. Das spüren die Insassen eben sehr stark. Und? Wieso fährt er nicht weiter? Der soll doch weiterfahren. Ist diesen plötzlichen Ruck. Und diesen Ruck. Da hat es ein Gebäude. Wie kann ich das jetzt aber bequemer machen? Gut. Wie bremse ich jetzt? Ich glaube, ihr habt das alle gesehen. Ach, nur halt doch ich mal an. Jetzt, wir fahren jetzt wieder erzählt circa er uns hier noch einen vom Wert, aber ich habe zum Glück leise geschaltet. Wir schauen uns mal das andere Video an. Und zwar, er sagt dazu degressiv bremsen. Er nimmt zum Schluss den Fuß vom Bremspedal. Ganz sachte. Für viele Leute auf 3D schwierig zu dosieren. Ich kann euch nur empfehlen, hier immer wieder zu üben. Und siehe da, das Auto scheint wie von Zauberhand auszurollen. So, das ist das eine. Jetzt zurück zu unserer Betrachtung. Wir bleiben mal in der obersten Zeile. Wir hatten ja gesagt, ich habe einen Weg. Und wenn mich interessiert, wie sich dieser Weg, also der zurückgelegte Weg zur Zeit verhält, dann dividiere ich durch die Zeit. V ist S durch T, die Geschwindigkeit. Wenn ich nochmal durch Zeit dividiere, bekomme ich die Beschleunigung. Und wenn ich die nochmals, die Beschleunigung, also nochmals durch die Zeit dividiere, und man sieht es auch hier dran, hier einmal durch die Zeit, in diesem Fall mal Sekunden, hier nochmal durch die Zeit dividiert den Weg und hier nochmal durch die Zeit, dann bekomme ich den sogenannten Ruck. J, Jerk, davon kommt es, Englisch. Kommen wir nochmal zu den Zusammenhängen, wie das passiert. Jetzt mal für die höheren Klassen, für die reinen Mathematiker, die dann sagen, ach, naja, wie geht denn das? Wenn ich sage, mich interessiert der Weg von der Zeit, aber ich habe nur den Weg, dann sage ich einfach, ich nehme mal t hoch 0. Wenn ich das ableite, komme ich auf, ne, s' von t ist minus s durch t. Lassen wir jetzt mal das Minus weg. Uns interessiert mal der Zusammenhang zur Geschwindigkeit. Aha, also ist die Änderung des Weges auf die Zeit bezogen die Geschwindigkeit. Das gleiche hier wieder gemacht. Ist die Änderung der Geschwindigkeit die Acceleration. Also das heißt, die Änderung der Geschwindigkeit ist die Beschleunigung. Hier, deswegen habe ich die Striche daran gemacht. Und wenn mich interessiert, wie stark jemand beschleunigt, also die Änderung der Beschleunigung nochmal haben will, dann kann ich auch hier wieder ableiten und entsprechend komme ich dann darauf. Aber da ja V gleich S durch T ist, kann ich auch S durch T hoch 3 einsetzen. Daher kommen diese Bezeichnung. Wir gucken uns jetzt mal dieses Diagramm an, bevor ich dann zu zwei schönen Beuteln komme. Also bleiben wir bei Deutsch. Und zwar habe ich hier in hellgrün mal die Acceleration, die Beschleunigung aufgetragen. Und zwar, wir haben mal einen Autofahranfänger. Der steigt vorläufig beim Anfahren beim ersten Mal etwas zaghaft auf das Gaspedal. Das heißt, er beschleunigt etwas immer mehr. Er tritt immer mehr drauf. Dementsprechend steigt die Beschleunigung relativ langsam an. Also nicht ruckartig von 0 auf irgendeine Beschleunigung, sondern er tritt langsam das Gaspedal durch. Achtung, jetzt hält er die Beschleunigung, weil er sich nicht, oder er hat durchgetreten das Gaspedal, die Beschleunigung bleibt einigermaßen gleich. Und jetzt soll er schalten und jetzt nimmt er eiskalt ruckartig das Gas weg. Wupp, ist die Beschleunigung weg. Betrachten wir mal jetzt nochmal diese Phase. Das heißt, wenn er hier auf das Gas einigermaßen drauf tritt, gibt es einen Ruck. Der ist irgendwie beim Auto nicht ganz so gefährlich. Beim Dragster wird es wahrscheinlich schlimmer sein. Da haut es einen richtig in den Rücksitz. So, in die Sitzlehne. Jetzt nochmal zurück zu unserem Naturauto. Jetzt nimmt der ruckartig das Gas weg. Das heißt, die Beschleunigung hört ruckartig auf. Das heißt, ruckartig sagt man ja auch. Das heißt, der Ruck, die Änderung der Beschleunigung, drückt sich ja innerhalb ganz kurzer Zeit aus. Theoretisch müsste die bis minus unendlich gehen. Jetzt schaltet er endlich den Gang rein und
Vor lauter Angst gibt er wieder Vollgas. Theoretisch rockt es bis ins Unendliche. Praktisch ist es gar nicht erreichbar, weil immer irgendwelche Zeitabläufe noch dazwischen sind. Den Fahrlehrer, den schmeißt also in die Rückenlehne. Oh je, naja. Er bleibt auf dem Gas und nimmt das wieder runter, nimmt den Fuß wieder ruckartig runter. Der Fahrlehrer fängt an zu schimpfen und brüllt dann auf einmal: Mensch, halt an, da vorne läuft eine Oma. Jetzt steigt der voll in die Eisen und das war dieses, und er bleibt auch drauf vor lauter Angst. Und das war dieses in dem Film, in dem ersten Filmchen. Das heißt, der Fahrlehrer wird ruckartig nach vorne gedonnert und stemmt sich selber mit Füßen und Händen und so weiter dagegen, denn er weiß, irgendwann hört er das Bremsen auch auf und ruckt zurück. Denn wenn der Bremsprozess aufhört, gibt es wieder einen Ruck. Das zum Thema Ruck. Ich hoffe, es hat geholfen. Aber jetzt nochmal schnell zwei Kleinigkeiten. Und zwar, den Ruck gibt es nicht bloß beim Autofahren oder Vorwärts- und Rückwärtsbeschleunigen oder was auch immer, sondern den gibt es auch als sogenannten Kurvenruck, sagte man früher. Guckt euch mal dieses Autobahnkreuz an. Normalerweise ist doch die Krümmung der Kurve so. Aber was haben die gemacht, damit die Krümmung nicht zu ruckartig einsetzt? Haben sie diese komischen Eselsohren, Hasenohren oder was auch immer gemacht. Das heißt, ach so, ich wollte euch ja noch diese Kurve dazu zeigen, die Klotoide. Das ist eine Kurve, deren Krümmung nicht so ruckartig wie beim Kreis zunimmt. Aber guckt da selber nach, bildet euch weiter, das ist nicht das Problem. Auch bei Achterbahnen, bei Eisenbahnen ganz wichtig. Stellt euch mal vor, ihr sitzt im Waggon und es würde nicht allmählich in die Kurve gehen, die ruhig scharf sein kann, aber nicht allmählich, sondern ruckartig würde der Kreisbogen anfangen. Na, da wäre was los. Ja, sagen manche, da könnte man ja die Kurve ausbauen. Ne? Also praktisch, wenn ich sage, hier habe ich eine normale Fahrbahn und jetzt soll meine Kurve anfangen, dann macht man das doch von der Seite aus so, dass man hier, wenn das die Ebene war, hier etwas überhöht um einen bestimmten Winkel. Man nennt das Ausbauen der Kurve, ne? Also praktisch wie beim Rennfahren auch und so weiter. Wenn ich das ruckartig machen wollte, na, das gäbe ja auch einen ganz schönen Ärger. Daher die Klotoide. Gut, Schluss damit. Das war's. Es gibt hier immer oben Links, das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt. Und die Links führen nochmal zu den einzelnen Themen, Geschwindigkeit, Ableitung und so weiter und so fort. Und jetzt zum Schluss hier werden auch nochmal Links zu weiterführenden oder vertiefenden Themen führen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, mal ganz nüchtern, ohne zu rechnen, an den Ruck und die Klotoide heranzugehen. Also, ich wünsche euch was. Tschüss.